Bei Ortsbesichtigungen ist sie in ihrem Element. Suad Abderrahim, die Bürgermeisterin von Tunis, gibt schnell ein paar Anweisungen. Der Gehweg soll breiter werden, etwa so, meine Herren. Und gleich geht es weiter auf den Markt von Sidjoumi, einem ärmeren Viertel. Suad Abderrahim regiert als erste Frau einer Hauptstadt in der arabischen Welt, für manche immer noch eine Sensation. Doch die meisten Menschen interessiert eher, was kann Frau Bürgermeister für mich tun? Jeder sucht das Gespräch mit ihr, will eine Genehmigung, einen Termin oder fragt nach einem Job. Vor Ort bekomme ich die echten Probleme mit. Den Einwohnern zuzuhören ist mir sehr wichtig, denn die Menschen haben mir ja ihr Vertrauen geschenkt und das will ich jetzt erwidern. Die Stadt hat eine neue Markthalle bauen lassen, um den Wildwuchs der illegalen Verkaufsstände zu stoppen. Doch für einen Platz in der Halle muss eine Pacht gezahlt werden. Die ist teuer, darüber beklagen sich viele. Die erste Frau im Amt bekommt keine Vorschusslorbeeren, sie muss liefern. Glückwunsch zur Wahl, sage ich. Aber mir wäre es noch lieber, wenn sie Arbeit für meine Kinder finden würde. Die treiben sich nur in der Straße rum. Sie sollte sich mehr um Viertel wie dieses hier kümmern. Die Menschen werden ziemlich ausgegrenzt. Hier sollte Frau Bürgermeister ihre Arbeit tun. Tunis, das ist eine Metropole, die immer mehr Menschen anzieht. Seit knapp einem Jahr kümmert sich nun eine Frau im Rathaus um diese Stadt und sie kümmert sich bis hin zur Auswahl der Straßenbeleuchtung. Suad Abderrahim will praktische Dinge angehen, das Müllproblem, den Verkehr. Ihr ist bewusst, dass sie es als Frau zum Stadtoberhaupt geschafft hat, ist auch für das liberale Tunesien ein Quantensprung. Klar macht mich das stolz, aber es war nicht einfach im Wahlkampf. Ständig wurde daran gezweifelt, ob eine Frau wirklich die Fähigkeit habe, als Oberhaupt diese Stadt zu führen. Der Aufstieg der 54-Jährigen war auch überraschend, weil sie es als Kandidatin der Ennahda-Partei geschafft hat, den Islamisten in Tunesien. Eine moderne, weltoffene Politikerin ohne Kopftuch auf der Liste der Islamisten, das widersprach so ganz dem Bild einer Partei, die von Männern mit Bärten regiert wird. Es gibt viele Vorurteile gegenüber unserer Partei. Sie wolle die Frauen ins Haus verbannen und sie zwingen, den Schleier zu tragen, heißt es. Doch meine Botschaft ist, all das stimmt nicht. Nichts davon findet sich im Wahlprogramm von Ennahda. Tunesiens Zivilgesellschaft sieht die erste Bürgermeisterin mit gemischten Gefühlen. Vor dem Gerichtshof erzählt uns die Anwältin Fadwa Braham von ihrem Misstrauen gegenüber der islamischen Ennahda-Partei. Zwar habe die sich offiziell vom politischen Islam verabschiedet und nenne sich nun muslimdemokratisch, aber in ihren Augen ist das Augenwischerei. Das ist alles Fassade. Die Ennahda-Partei und die Islamisten in Tunesien sind sehr intelligent. Sie haben sich eine Frau ausgesucht, unverschleiert, und wollen damit zeigen, voilà, wir sind jetzt eine progressive, offene Partei. Beim Rundgang durch die Medina sagt uns Suad Abderrahim, sie sei solche Kritik gewöhnt. Sie ist eine Frau zwischen allen Fronten, denn auch im konservativen Lager schlägt ihr Skepsis entgegen. So beklagt sich diese Muslima, dass Frau Bürgermeister keinen Schleier trage, ob sie denn nicht den Koran gelesen habe. Abderrahim antwortet bestimmt, das solle doch bitte schön jeder für sich selbst entscheiden. Für die Ennahda-Partei bleibt es eine Gratwanderung. Bei Veranstaltungen gibt man sich betont weltlich. Die Partei hat die Religion zur Privatsache erklärt. So will man sich Wählerschichten öffnen, die bislang Islamisten gemieden haben. Die neue Bürgermeisterin spielt bei dieser Öffnung eine wichtige Rolle. Der Islam ist die Antwort auf die Diktatur.
Der politische Islam war eine Antwort auf die Diktatur damals in Tunesien. Doch nun reagieren wir auf den demokratischen Umbruch in unserem Lande. Deswegen trennen wir Politik und Religion. Deswegen gibt es nun den demokratischen Islam. Diesen Blick auf Tunis hat Suad Abderrahim von ihrem Schreibtisch. Sie ist ziemlich weit oben angekommen. Dass sie nur die Quotenfrau für ihre Partei sei, hört sie öfters. Doch die gelernte Pharma-Managerin will durch konkrete Politik überzeugen. Und sie weiß, sie hat schon jetzt Historisches erreicht. Wir sind hier in Tunis zu einem Symbol geworden für die tunesischen Frauen und für alle arabischen Frauen. Wir haben gezeigt, dass man sich auch als Frau politisch in der Gesellschaft betätigen kann. Und dann ist sie schon wieder auf dem Weg zur nächsten Ortsbesichtigung. Da fühlt sie sich in ihrem Element. Seit dem arabischen Frühling ist Tunis dreckiger, chaotischer geworden. Die Bürgermeisterin möchte das ändern. Doch dafür muss Suad Abderrahim mit vielem aufräumen, nicht zuletzt auch mit Vorurteilen.